Boah, steck du was mit Packen, ich schwöre. Nein! Gut, meine Freunde, wir machen die Challenge Mikrowellenessen versus echtes Essen. Und da ist hier die Frage, wer kriegt welches Essen? Mikrowellenessen an sich ist ja schon richtig ekelhaft. Aber wir haben auch diesen Burger von Kaufland, den man in der Mikrowelle zubereiten kann, Leute. Und der ist so oder so Endgegner. Schreibt gerne in die Kommentare, wer denkt ihr, wer hält länger durch? Team Sarah, Team Egg. Ich hoffe, ich bin's, Leute, weil ich hab Hunger. Wir haben hier zwei der Servierteller, Leute, und es ist so, dass wir uns jede Runde abwechseln. Zum Beispiel bin ich jetzt dran und entscheide mich für diesen Teller. Natürlich darf man nicht anfassen, nicht riechen oder sonst was. Und dann hat man Glück oder Pech, Leute. Auf jeden Fall, das, was man zieht, muss man essen. Entweder ist da dann das Mikrowellenessen drunter oder das echte Essen. Und die andere Person kriegt dann einfach den übrig gebliebenen Teller. Also, man wählt sein Pech selbst. Ich kenne den Geiger, wird uns niemals was gönnen, Leute. Deshalb kann da nur ekelhaftes Sachen sein. Ja! Das Einzige, was halt gut wäre, beziehungsweise nicht so ganz eklig, wäre... Ich weiß echt nicht, was ich nehmen soll, Leute. Beide schauen mich irgendwie ganz böse an, aber der hier schaut mich irgendwie mehr an. Ich bin heute richtig spicy, Leute. Und irgendwie ist der auch spicy, deshalb entscheide ich mich dafür. Das ist leer, deshalb ist es in der Mikrowelle, oder? Nein, ich habe nur gegessen daraus. Was? Nein! Oh doch! Wir haben die einmal gemacht, Leute, und die haben so komisch geschmeckt. Also ich fand sie eigentlich ganz lecker, aber Egg fand sie eklig. Leute, Eggs Pommes. Oh mein Gott, mach die ein bisschen weiter weg, bitte. Leute, meine Pommes riechen nicht so gut. Die kleben aneinander. Das ist so, als ob die noch gefühlt noch kalt sind. Ich sehe da keine Gewürze, kein Salz. Es fließt, es ist so wässrig, Leute. Sehr fettig. Fettig wie immer. Meine Maggis Pommes müssen natürlich auch aufgepeppt werden, Leute. Gesalzen, lecker und nicht so stinkend. Selina stinkt. Als ich die Pommes von der Mikrowelle rausgeholt habe, Leute, da war so viel Wasser und ich weiß nicht warum. Was? Oh mein Gott. Die sind nicht nur trocken, die sind von innen noch kalt. Haben keinen Geschmack und schmecken nicht so. Was? Die sind einfach noch kalt von innen, Digga. Meine Pommes sind zwar 6 Stunden alt, Leute, aber dafür noch echt lecker. Ich meine, es gibt ja Pommes, die schmecken sogar kalt. Aber diese Pommes sind es auf jeden Fall nicht. Die hier schmecken kalt. Also Leute, wir haben jetzt hier 2 von diesen Tellern hinter uns. Und da ist wieder das Problem, dass das echte Gericht zu groß war für diesen Teller. Bedeutet, wenn da nichts drunter ist, kriegst du halt das echte Essen und nicht das Mikrowellenessen. Deshalb, Egg, wünsche ich dir viel Glück. Toi, toi, toi. Hoffentlich kriegst du das Mikrowellenessen. Mhm. Wann sieht ihr Kopf rattern? Ah, Leute, ich schwöre. Warum schaust du dir an, als würde sie so verfirmen wollen? Ah, was will ich? Ich will das hier. Ja! Warte mal kurz. Jetzt ist hier die Frage. Ist das gute Essen das Tiefkühlessen? Oder ist das gute Essen das echte Essen? Ich mag keine Currywurst. Er hat Geflügel-Currywurst, Leute. Ich habe Geflügel-Currywurst in echt. In die das jetzt immer in die Mikrowelle stecken? 1,5 Minuten, ne? Wo ist die Gabel, Egg? Auf der Unterseite. Okay, wo ist die Unterseite? Wo ist die Gabel? Hier ist keine Gabel. Ey, guck mal, die sind dumm! Big Brain, geh, mach dein Essen, Egg. Hä? Sieht ja schon eklig aus. Ich glaube, Mikrowelle ist da besser. Leute, also ist so eine 50-50-Chance, ob es kein Schwein ist. Der Lieferant meinte ja. Auf der Seite steht nix. Deshalb esse ich es nicht, aber ich lecke an der Soße. Also Leute, ich mag Currywurst nicht, aber im Gegensatz zu Sales Currywurst sieht meine Currywurst irgendwie besser aus, riecht besser und sieht einfach attraktiver aus. Leute, ihre Currywurst ist so zermatscht. Leute, warum hast du Pommes? Bei mir glaube ich sogar, dass diese Currysoße keine Currysoße ist, sondern sie ist Sauersoße. Hat dieselbe Textur. Ganz kurz, schon so neidisch. Und mein Holz ist abgebrochen, das heißt, in irgendeiner Wurst ist eine Überraschung drin von meiner Holzgabel. Was ich gesagt habe, es ist die Sauersoße. Ich schwöre, Leute, es ist einfach süß-Sauersoße mit Currywurst.
Boah, dazu ein Brot mit Kräuterfischkäse. Boah. Ich muss dich leider enttäuschen, Sal, aber ich hab's. Ich mag das nicht, aber ich hab's mir schlimmer vorgestellt. In dieser Runde hat das Mikrowellenessen absolut gewonnen. Meine Soße ist einfach Süß-Sauersoße und Currywurstpulver. Daumen runter von mir. Fleisch, wissen wir nicht, was für jetzt ist. Und die Pommes, die sind lapprig, Leute. Die sind kalt und lapprig aus. Die sind auch kalt und lapprig, ey. Juicy, in Soße getunkt. Meine sehen so... wie 3000 Jahre? Ja, genau. Sal ist dran, Leute, und ich habe Angst, was sie wählt. Weil ich muss sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Mikrowellenessen. Ich will was Frisches. Die hatte in der letzten Runde voll Glück, Leute. Die wird kalt auf jeden Fall. Die Box zerrt mich irgendwie sehr an. Die aber auch. Deshalb mach mir blind. Sag stopp. Ich hab einfach Chicken Nuggets mit Pommes und Egg. Oh mein Gott, das ist dieses eklige Pack da. Das große mit 6er Nuggets. Ah! Oh mein Gott, das ist das, was ich im Video gegessen habe. Und Egg gesagt hat, boah, ist das widerlich. Das Fleisch will ich nicht essen. Chicken Nuggets aus fein zerkleinertem Hähnchenbrustfleisch. Flüssig gewürzt. Flüssig gewürzt. Boah, steckt was für Pommes, ich schwöre. Ich weiß ganz genau, ich mach das jetzt auf. Da sind keine 6 Nuggets drin. Du hast echt nicht gegessen. Boah, Leute, Chicken Nuggets mit Süß-Sauersoße ist das Beste auf der Welt. Natürlich nach Spicy Nuggets, aber die Dinger und da, oh, und dazu noch Pommes Fritz, Leute. Der Tag kann nicht besser werden. Aber ich freue mich mal nicht zu früh. Man sieht richtig, er hat keinen Bock mehr, Leute. Er hat gar keinen Bock mehr. Das hier ist mein Essen, Leute. Ich habe geile Maggis Pommes mit geilen Chicken Nuggets und Süß-Sauersoße. Und wo ist deine Soße? Okay, Elke hat sich entschieden ohne Soße. Ey, aber Leute, die Pommes hier sind wenigstens gewürzt. Elks Essen ist alles auf Boden geflogen, Leute. Sie ist selber schuld und ich habe die hier am Rand sogar gefangen. Bedeutet, die kann sie noch essen. Ich esse jetzt mein Chicken Nugget. Ich dachte, Harry Nuggets auch essen. Als ich dieses Ding aufgemacht habe, also die Mikrowelle, es hat sehr gestunken. Die ganze Mikrowelle war so durchnässt, Alter. Und da ist wieder die Frage, Leute, was hat gestunken? War es das Essen davor oder war es wirklich das? Aber Leute, das sind so viele Haare, weil mir das ja auf den Boden geflogen ist. Und ich dachte, dass es schon schlimm genug wäre, dass ich dieses Mikrowellenessen bekommen habe, Leute. Inga hat diesen Teppich sehr lange nicht gesaugt, Leute. Und das erzählt uns immer sehr stolz. Ich wollte es gerade essen. Was ist das für eine Pommes? Ich kann mich nicht beschweren, mein Essen ist top. Diese Pommes ist keine Pommes. Man kann das nicht mal Pommes nennen, Alter. Auch wenn da Gewürz ist. Es schmeckt nicht gut. Es ist hart wie ein Stein. Es ist wie Gummi, Alter. Das ist ein Chicken Nugget, anscheinend. Ich hab gehört, wie sie hochgekommen ist. Leute, ich versuche die ganze Zeit auf krass zu machen. Und mit Essen ohne zu zögern, so ohne Gesichtsmimik. Es ist so hart. Leute, wie lange brauchen wir den Chicken Nugget zu essen? Egg ist wieder dran und ich glaube, Egg hat wieder sehr starke Angst, aber in dieser Runde habe ich ein schlechtes Gefühl für mich. Also in dieser Runde darf ich einfach nicht viel nachdenken, Leute. Weil immer, wenn ich viel nachdenke in diesem Video, dann will ich falsch. Mal kurz, was hab ich denn? Oh ja! Ah! Leute, süß und salzig. Du hast nur süß. Warte, Leute, mal. Leute. Ey, oh mein Gott, darf ich jetzt schon? Popcorn. Du weißt, was mit Popcorn passiert. Darf ich dein Trinken trinken? Popcorn bleibt in meinen Hals stecken. Popcorn ist mein Endgegner. Von Popcorn, Leute. In Kinos, ich traue mich nicht mehr, Popcorn zu essen. Wir essen nur noch Nachos. Ich schwöre, Leute, ich ersticke daran. Diese Körner, die bleiben ewig im Hals drin. Wir sind sogar so... Wir haben so viel Angst vor Popcorn, dass wir in Kinos sogar 4 Euro ausgeben für so eine kleine Naschbox. Ja. Weißt du noch? Ja. Ja. Und da sind nur 2 Würmchen drin und so eine Schlange. Als ich 10 war im Kino. Weißt du noch, wo du erstickt bist und herausgerannt bist, weil du fast erstickt bist? Genau, ja. Da habe ich Twilight geguckt. Ich bin so schön rausgerannt und so, eine Cola bitte. Und er sagte, was willst du? Leute, ich war das so
Storytime. Ich weiß noch ganz genau, wo ich im Kino war, Alter. Ich bin erstickt, ich bin so... Mein Gesicht war rot angelaufen. Hier war sogar eine Ader, gell? Ich gehe so an diesen Tresen. Der wollte erstmal Geld. Der wollte erstmal 3,95 Euro. Vor allem, das Getränk gibt. Ich so... Kennt es, wenn ihr erstickt und dass ihr gleich kotzen müsst? Das Gute ist bei süßen und salzigen Popcorn, es ist immer eine Überraschung, Leute. Ich stehe. Eigentlich stehe ich gar nicht für Überraschungen. Ich hasse Überraschungen. Aber da liebe ich's. Elk, lass mich raten. Du hast es bis jetzt nicht mehr aufbekommen. Ich helfe dir. Ja, halbwegs nicht durch. Lass mich raten. Leute, Elk hat safe Angst bekommen, während das in der Mikrowelle war. Ich kenne sie doch. Sag mal, Leute, es poppt. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes. Salziges. Die Kerne. Also. Also, auch wenn ich jetzt das gute Essen kriege, das gute Essen ist so gut, dass ich langsam Bauchschmerzen bekomme. Was ist das? Boah, das ist so eklig. Oh mein Gott, Leute, ey, an meinen schlechten Tagen, gell? 2,99 Euro, also kostet das bei Rewe, ja. Alter, Leute, das ist so eklig, das Hackfleisch schmeckt wie so Fußpilz. Egg hat Spaghetti Bolognese. Was? Das ist ich habe Spaghetti Bolognese. Mit Rindfleisch? Oh, oh, oh mein Gott. Oh, die sieht so gut aus. Oh mein Gott, Egg macht dein Essen, Leute, ich habe richtig Bock drauf. Ich hasse und die ist doch sogar ein bisschen warm. Und die ist doch warm, Leute, das ganze Essen, was ich heute hatte, war eigentlich kalt, aber das ist noch warm. Es kann doch nicht sein, dass sie schon wieder was Warmes hat. Wie kann es sein? Ich habe bis jetzt nur die guten Sachen gekriegt. Arme Egg. Wohl? Nicht nur die guten Sachen. Die Currywurst war echt eklig. Das kann nicht sein, dass ich schon wieder auf dem Weg zur Küche bin, um mir mein Essen aufzuwärmen, was dir im Endeffekt gar nicht schmeckt, was einfach nicht gut ist. Ich habe jetzt Spaghetti Bolognese. Egg hat Spaghetti Bolognese. Sieht nicht mehr so flüssig aus, gell? Ja. Also Leute, meine Spaghetti Bolognese... Oh, guck mal, wie schön cremig meine ist. Du hast sogar Kräuter drauf. Du auch. Du, keiner weiß, was die Kräuter drauf ist. Also meine Spaghetti Bolognese sieht eher aus nach Fettsuppe. Die glänzt bis hierhin. Es riecht auch, also es riecht nicht schlecht, aber es riecht einfach nach Fett, wisst ihr? Und ich glaube, ich habe da mehr Fett als Spaghetti in diesem Teller. Ja, man isst wie ein kleines Kind, Alter. Jetzt hör auf, Mann. Hä? Nein, hör auf jetzt. Hör auf, hör auf. Ey, ich bin sauer dafür, dass ich esse. Mädchen. Ja, warum stinkt das? Irgendwie so hart, das Fleisch, als normal. Ich hatte die Bolognese irgendwie weicher in Erinnerung. Ich weiß nicht, was das ist. Nee, wir wissen es auch nicht. Die Leute, die es hergestellt haben, wissen es wahrscheinlich selber nicht. Ich bin wieder dran und ich habe Angst um mein Leben. Das ist das neue Intro. Okay. Nein! Sie ist geschockt, weil sie das erste Mal was gesehen hat. Was ist das? Ich habe Lasagne. Ist sie dumm? Da sind Nudeln drin und Egg sagt, sie hat Lasagne. Wir haben, wir beide haben halt Nudeln, Leute. Egg hat es mit Tomatensauce und Käse. Ich habe es mit Tomate, nee, mit Spinat. Du verstehst nicht, ich habe es warm. Aus unerklärlichen Gründen bin ich glücklich, dass ich mal das Tiefkühlessen habe. Hey Leute, die ganze Zeit das Gute zu haben hat auch nicht mehr gebockt. Deshalb machen wir es jetzt rein. Wie lange muss es rein? 9 Minuten. Irgendwie vertraue ich dir nicht. Ich habe Angst, Leute. Ich schwöre, ich habe irgendwie nur Pech heute. Oh Leute, hier ist so viel geile Soße, Digga. Oh Leute, ich habe so viel Käse. Ich liebe Käse. Ich habe keinen Tropfen Käse. Und ich habe Spinat. Warum stinkt der Käse so? Wieso schmeckt mir das? Wie schmeckt es? Es schmeckt gut. Leute, eigentlich hasse ich Spinat. Aber es schmeckt gut. Und es schmeckt durch. Wieso isst du das so angeekelt? Es ist eklig. Es schmeckt dir nicht. Oh mein Gott. Leute, es ist jetzt die letzte Runde. Und die letzte Runde könnte die schlimmste Runde sein. So Angst zu wählen, gell? Ich weiß nicht, was ich denke. Leute, ich habe so Angst. Ich gebe auf. Ich werde diesen Burger
nie wieder in meinem ganzen Leben essen, weil so wer hier drauf ist, sieht er nicht aus. Egg, du hast gewonnen. Glückwunsch. Es bleibt was. Leute, ein Big Mac. Leute, ein Big Mac. Sogar ein Big Mac. Team Cell, es tut mir leid, aber ich habe euch gesagt, der Burger ist mein Endgegner. Da werde ich nie wieder reinbeißen. Nie wieder. Entschuldigung, ich habe gut ausgehalten. Habe heute trotzdem meinen Bauch voll bekommen. Gott sei Dank gab es kein Geld zu gewinnen, Leute. Sonst hätte ich diesen Burger gegessen. Tschüss.